Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Civilization 5, dem wundervollen Abenteuer mit dem Reich von Spanien. Dem Cocker Spaniel oder sowas. War das nicht irgendwie ein Hund? Ich weiß es nicht. Ach, es ist peinlich, dass ich so einen lustigen Witz direkt am Anfang bringe und trotzdem die Aufnahme nicht beende und nochmal neu anfange. Wir gehen direkt in die nächste Runde über, denn wir haben viel zu tun. Wir haben im letzten Part nämlich unser großes Reich ausgeweitet, indem wir die Stadt Sevilla gegründet haben und uns damit so langsam auf einen Krieg gegen unseren wundervollen Freund im Norden vorbereiten, das Reich der Zulu oder das Reich von Shaka. Dem Stamm der Zulu oder wie auch immer man ihn nennen möchte, es nennen möchte, whatever. Wir werden den Typen auf jeden Fall demnächst mal den Krieg erklären. Vorher möchten wir natürlich eine ordentliche Produktion hier oben aufbauen. Auch an unserer nördlichsten Grenze. Und deswegen müssen wir ein bisschen warten, bis diese Stadt in Ordnung ist. So, das Barbarenlager hier wird erstmal ausgelöscht. Allerdings wird, glaube ich, nächste Runde dann doch wieder ein neuer Trupp spawnen da oben. Die Niederlande kommen auch nicht durch. Ah, und da hat der Wilhelm die hängenden Gärten gebaut, wie vorherzusehen war. Deswegen habe ich die mir nicht gebaut. Könnt ihr wissen. War alles vorherzusehen. Alles. Ich wusste direkt, als ich diese Runde begonnen habe, wie das gesamte Spiel ablaufen würde. Das ist wichtig zu wissen für euch. So, und wir haben das Barbarenlager geplündert und sehen riesige Mengen an nichts. Wow, okay. Ich habe wesentlich spannendere Reiche bisher schon mal gesehen. Aber egal, wir haben hoffentlich nächste Runde die Hagia Sophia fertiggestellt und können damit unsere Religion gründen. Mal sehen. Vor allem nachdem wir so unglaublich viel Glauben pro Runde machen, würde es richtig viel bringen, uns mit Wilhelm um die Religionsvorherrschaft zu kloppen. Jetzt macht's aber spannend hier, das Spiel, ne? Ah, da ist sie. Weil sie sich in eine Höhe erhebt, um es dem Himmel gleich zu tun und als ob sie zwischen den anderen Gebäuden aufsteigt, steht sie in der Höhe und schaut auf den Rest der Stadt hinab und schmückt sie, weil sie ein Teil davon ist, doch sie erblüht in ihrer eigenen Schönheit. Yay, Hagia Sophia, kostenloser großer Prophet, kostenlose große Religion, woo! Oh mein Gott. Wir gründen den Struppismus, wie es sich gehört. Struppismus, genau genommen. Struppismus. Egal, Struppismus. So, und was hauen wir uns denn da rein? Wissenschaft, wenn ein Missionar oder Prophet diese Religion steht mit anderen Religionen verbreitet. Ja, her mit dem Ding, ich liebe diesen Zusatz. Und dann wäre irgendwas für Glaube wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Glaube nicht. Gehen wir auf das Amphitheater. Ja, gehen wir auf das Amphitheater, das Glauben einbringt. Ja, genau das machen wir. Sehr schön. Ja, gründen wir den Struppismus. Sehr schön. Da ist er gegründet und er wird glorreich und wunderschön werden. Oh. Okay, wie geht's also weiter? Wir können direkt unser Amphitheater bauen und mehr Glauben zurück fabrizieren dadurch. Ach nee, hier nicht, weil wir hier noch nicht das Ding gebaut haben. Schade. Was bauen wir denn in Barcelona? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde sagen, ein Katapult ist gar nicht mal so schlecht. Bauen wir dies also und du baust mir bitte eine Straße nach Sevilla. Und hier bauen wir dann in unserer wunderschönen Hauptstadt, Borobudur, um noch einen, nochmal drei kostenlose Missionare zu bekommen. Aber 12 Runden sind mir echt zu viel dafür. Wir gehen hier auf den Markt. Für ein bisschen Geld und so. Okay, du guckst dich immer um. Da haben wir den Norden entdeckt, scheinbar. Die nördliche Grenze der Welt. Okay, aber ich glaube, es geht dann auch nicht weiter. Deswegen schicken wir die Bogenschützen auch direkt wieder zurück. An die Grenze, würde ich sagen. Oder in eine Stadt rein. Eigentlich sind sie an der Grenze nicht gut aufgehoben. An der Grenze sollen ja eigentlich die Truppen stehen, die wir entbehren können. Und diese Bogenschützen, die ignorieren Geländekosten. Also wäre sie ganz praktisch für den Kampf durch den Dschungel. Stimmt schon. Okay, also an die Grenze mit ihnen. Weil wir den Krieg sowieso ordentlich erst führen können, wenn wir Kanonen haben. Die haben nämlich genügend Reichweite, um da ordentlich angreifen zu können. Kanonen dauert halt noch eine Weile. Nach dem Bildungswesen gehen wir übrigens darauf. Also auf Militärforschung. Da wird dann umfokussiert, aber dafür haben wir dann endlich mal, können wir dann überall unsere
Rationalismus können wir da erst in 3 Runden einführen. Das kotzt mich immer so an, wenn wir kurz davor sind, quasi eine neue Zeit zu betreten. Und dann eine neue Technologie freischalten. Ach nee, doch nicht. Ja, wir brauchen sowieso noch eine Weile. So gesehen führen wir die Wirtschaft ein, glaube ich. Bringt uns mehr Gold. Gold ist immer schön. Und als nächstes kommt dann der Rationalismus, also die Wirtschaft einfach nur, um einen kleinen Goldbonus zu bekommen, einen kleinen Booster hinten. Aber ansonsten brauchen wir da nichts. Denn wir brauchen sehr viel Gold, um unsere Universitäten zu bauen. Das muss man auf jeden Fall mal sagen. Mich würde dann auch mal gleich interessieren, wie wir demografisch eigentlich so dastehen, also im internationalen Vergleich. So, also den Trupp hätte ich ganz gerne hier hinten. Na, gucken wir mal. Demografie. Komm her zu mir. Rang 1 auf Ernteertrag und Rang 3 bei der Alphabetisierung. Sehr schön, gefällt mir. Soldaten sind wir auf dem, ja, ziemlich weit abgeschlagen. Zulu ist vorne bei Fertigwaren. Okay, die produzieren also ziemlich viel, was verständlich ist, weil sie ziemlich große Städte haben mit sehr vielen Hügeln, glaube ich, und Wald und so und Eisen und Steinen und dem ganzen Kram. Da müssen wir also. Wir müssen bei den Zulu tatsächlich mit sehr starkem Widerstand rechnen. Deswegen möchte ich unbedingt so gute Truppen wie möglich haben. Aber auf jeden Fall würde ich langsam wirklich anfangen wollen, diese Truppen bereits rauszupumpen. Deswegen bauen wir ja auch zum Beispiel das Katapult bereits. Das wir dann ganz oft aufrüsten müssen und so. Aber vorher, bevor wir das Ganze aufrüsten und sowas, kaufen wir uns erstmal in jeder Stadt eine Universität. Beziehungsweise in Sevilla kaufen wir uns auf jeden Fall die Universität. In Madrid auf jeden Fall nicht. Da bauen wir die. Passt nämlich genau, dass wir dann fertig werden mit dem Markt, wenn wir mit dem Bildungswesen fertig werden. Beschäftigsten Völker der Welt. Wir sind also produktionstechnisch im Mittelfeld. Und ich glaube, fertig waren hat nichts mit der Produktion zu tun, denn da hat auf jeden Fall ein anderer Typ gerade die Nase vorne. So, 6 Runden noch bis zu unserer neuen Technologie in der Hinsicht, also bis zu unserer neuen Bibliothek, Universität. Und dann gehen wir mal auf die Chemie. Und erforschen endlich mal die Maschinenbau und endlich mal die Schwertkämpfer. So ein paar Kerntechnologien, die längst alle anderen erforscht haben, kommen bei uns so ganz, ganz spät erst dran. Aber dafür hoffe ich mal, dass wir dadurch einen kleinen Wissenschaftsbonus bekommen. Nächste Runde zum Beispiel können wir endlich in Sevilla die Universität kaufen. Die Autos draußen auf der Straße hört man ganz gut. Ich sollte mich eigentlich angewöhnen, das Fenster zu schließen, wenn ich aufnehme. Und wir kaufen uns die Universität und ihr seht die ganze Wissenschaft, die wir jetzt durch den Dschungel bekommen. Ich hab's euch ja gesagt. Ich hab es euch ja gesagt, wa? Deswegen sollten wir vielleicht sogar auf die Gilden gehen. Die schalten uns nämlich den Handelsposten frei. Werde ich nächste Runde direkt mal ändern, dass wir zwischendurch, bevor wir auf Chemie gehen, nochmal die Gilden erforscht haben. Wie gesagt, wegen der Handelsposten. So, da ist der Maschinenbau, sehr schön. Und hier würde ich dann, wie gesagt, ganz gerne Eisenverarbeitung. Dann die Gilden und dann die Chemie. Danke. Wir ignorieren leider die Maschinen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das schaffen wir schon. So, ja, sehr schön. Gefällt mir. Doch, 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 doch. Sehr gut. Das läuft ganz gut an, denn wir, wie gesagt, wir machen jetzt ordentlich Wissenschaft. Ihr seht gerade diesen Boost, den wir langsam hinlegen. Mit jeder Runde bekommen wir immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Wissenschaft. Genau das ist es. So langsam heben wir halt ab. Ich überlege gerade, 11 Runden brauchen, 14 Runden brauchen wir. Und in 14 Runden. Nee, da sparen wir lieber drauf. Dann ändern wir hier die Produktion etwas Schnelleres. Noch ein Markt zum Beispiel. Noch ein Markt wäre nicht schlecht oder ein Tempel. Ich glaube, ein bisschen mehr Glaube könnte auch nicht schaden. Deswegen machen wir das tatsächlich. Und das Katapult bewegen wir schon mal in Richtung Grenze. Auch wenn es noch, wie gesagt, ganz, ganz lange dauern wird, bis das überhaupt zum Einsatz kommt. Glaubt mir. Glaubt mir, das dauert noch ein bisschen. Hehe, aber dafür wird es sehr, sehr schön. Der Krieg gegen die Zulu mit unseren tollen Tertio-Truppen und sowas. Ich bin gespannt. Diesmal werde ich wie diesmal rushe ich das zum Glück nicht so stark wie damals mit den Mongolen und mit den Azteken. Da hat mich halt echt die Angst getrieben, muss man nochmal sagen.
Da habe ich wirklich die Angst getrieben. Ich habe gedacht, ich mache einen Präventivschlag, aber das war einfach vollkommen schwachsinnig. Harald Blauz hatte die große Mauer gebaut. Es wird also sehr lustig, später gegen die Dänen vorzugehen. Denn wie ich mittlerweile weiß, die große Mauer limitiert das die Bewegungsreichweite in sämtlichen Gebieten dieses Volkes und nicht nur in den von der großen Mauer eingeschlossenen Gebieten, wie ich es bisher immer dachte, weil ich bisher einfach noch nie gegen ein Reich gekämpft habe, das irgendwie so weit ab seiner, so weit abgeschlagen von seiner eigentlichen großen Mauer irgendwas gegründet hätte. Deswegen hat mich das stark irritiert, dass ich mich so wenig bewegen konnte durch das Azteken-Territorium. Ergibt natürlich Sinn, ansonsten würde sich die große Mauer gar nicht mal so stark lohnen. Wenn man davon absieht, dass man... die würde sich gar nicht mal so stark lohnen. Man kriegt halt nur ein paar Punkte für einen großen General, glaube ich, sogar noch dazu. Ansonsten war es das. Apropos, wir sollten ein paar Gilden bauen. In Madrid. Ja, und ansonsten, wie gesagt, war es das. Sevilla, du bist auch bereit, etwas Neues zu bauen. Bauen wir doch mal einen Schrein. Und hier sind wir auch, wie gesagt, fertig. Und ich würde sagen... Oh, Produktion aus Vieh, das ist gar nicht mal so schlecht. Ah, aber die Nationalepos. Bauen wir mal die Schriftstellergilde. 3 Runden dauert es ja nur. Oh, da hat der Boru. Alter, hat der nicht gerade eben erst. Wollte ich gar nicht annehmen. Hat der nicht gerade eben erst ein Wunder abgeschlossen? Sag mal, baut der auch ein Rotterdam-Wunder? Nee. Guck ich mal, wie viele Wunder der Typ raushaut. Alter, Schwede. Wilhelm, bitte. So gerade erst Chichen Itza und dann 3 Runden später haut er noch... Alter, guckt euch mal die Produktion an, die da hat. Okay, verstehe. Das erklärt natürlich einiges. Meine Herren, Wilhelm, bitte. Wow. Das ist krank. Das ist echt krank. Ich bin etwas beeindruckt. Ich muss wirklich sagen, ich bin gegen meinen Willen beeindruckt von Wilhelm. Und seinen schier unendlich großen Mengen an Produktion. Ich will gar nicht wissen, was der noch an Wundern raushaut. Halikarnassos hat endlich mal hier die Bubudika gebaut. Den großen Leuchtturm hat sie. Nee, den baut sie gerade. Ich glaube, den hat sie nie fertig gekriegt. Der steht da zumindest so ein bisschen nutzlos in der Gegend rum. Oder ist es das Mausoleum? Ich glaube, das ist das Mausoleum. Ja, das ist das Mausoleum, das im Wasser steht. Ich bin immer wieder verwirrt durch sowas. Den großen Leuchtturm, ich glaube, wir wissen nicht, wer den gebaut hat. Auf unserem Kontinent zumindest hat ihn keiner gebaut. Übrigens lustig, wie jede Hauptstadt tatsächlich keine Binnenhauptstadt... Doch, unsere Hauptstadt ist die einzige Binnenhauptstadt. Unsere Hauptstadt ist die einzige Hauptstadt, die nicht direkt am Wasser liegt. Und das auch noch, weil ich so gewählt habe. Dafür könnten wir Machu Picchu bauen. 25% Gold durch Stadtverbindungen sind nicht schlecht. Außerdem kriegen wir Glaube und Gold. Der Typ hat zumindest keinen Berg in der Nähe. Ich gucke gerade, welche Hauptstadt Berge in der Nähe hat, um das Ding bauen zu können. Edinburgh. Edinburgh hätte das, aber ich glaube nicht, dass sie Machu Picchu bauen. Gehen wir erstmal auf die Stallung, um unsere Produktion zu erhöhen und dann gehen wir auf Machu Picchu. Das klingt gut. Spanien, das Machu Picchu baut, ich glaube, oder Picchu, wie auch immer, das ist passend. Oh Gott. Shaka steht mit seinen Impi vor unserer Grenze. Ah, verpiss dich, Shaka. Du machst mir Angst. Ich mag das nicht, wenn du mir Angst machst. Ich weiß genau, dass ich ja nicht geil werde. Denkst du das immer noch, du Sau? Und unsere Zufriedenheit, die macht mir gerade auch noch Angst. Wir sollten sehr, sehr viele Zufriedenheitsgebäude bauen. Tatsächlich habe ich das viel zu lange aufgeschoben. Deswegen sollten wir da demnächst mal drauf gehen. Das, obwohl ich eigentlich gerade ein Wunder bauen wollte, ne? Ich glaube, Machu Picchu werden wir nicht fertig bekommen. Ich glaube, damit werden wir wirklich nicht fertig. Wir wollen ja dann direkt die Universität von Oxford bauen, sobald wir es können. Mal sehen. Mal sehen. Barcelona bekommt auf jeden Fall jetzt irgendwie ein Kolosseum oder sowas, damit wir da die Zufriedenheit hochpumpen können, so ein bisschen. Denn wir haben wirklich keine weiteren Luxusressourcen in greifbarer Nähe. Die Pelze und sowas hier oben. Die werden wir dafür benötigen, die Zufriedenheit in den Städten überhaupt aufrechtzuerhalten.
Schauen wir mal. Also, die Uni brauchen wir nicht zu machen. Dann, genau, wie gesagt, das Kolosseum bitte. Nach Barcelona. Und hier bitte eine Plantage. Ende zwar, beenden wir zwar mit den Ab. Oh Gott. Alter, was zum Teufel? Habt ihr das gesehen? 3 Runden, 4 Runden später hat er noch ein Wunder rausgekloppt. Meine Fresse, der Kerl, ne? Wow. Wow. Wenn wir die Hauptstadt erobern, ne, was uns das für einen Boost gibt. Kauf mit Glauben möglich. Ja, genau. Wir könnten, glaube ich, einen Missionar kaufen. Ja. Machen wir direkt mal, um den Glauben in unserem Reich weiter zu verbreiten. Und bauen dann hier drüben bitte ein Kolosseum in Sevilla. Ist nötig, leider. Wir hätten den Glauben auch sparen können oder sollen sogar, damit wir einen weiteren großen Propheten bekommen. Na, das war ziemlich dumm von mir tatsächlich. Egal, ziehen wir mit dir in Richtung Barcelona und verbreiten unseren Glauben hier. Sehr schön und dann ab mit dir nach Sevilla. Da wird sich einer aufregen. Der Kenny. Der freut sich immer, wenn ich den Namen absichtlich falsch ausspreche. Okay, Machu Picchu bauen wir nicht. Habe ich jetzt so beschlossen. Ist mir tatsächlich etwas zu unsicher. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, dafür das bisschen Gold dann Machu Picchu zu bauen. Ich meine, wenn es noch frei ist, dann nach der Uni nach Oxford, dann können wir uns das überlegen, das zu bauen. Aber bis dahin werden wir es auf jeden Fall noch nicht bauen. So, Ende der Durchsage. Unsere Stadtverbindung nach Sevilla ist fertig, hört mir gerade erst auf. Geil! Und Kiew sucht Schutz. Warum sucht ihr denn Schutz? Ihr Schutzversprechen, bitte. Zufrieden? Gefällt mir. Okay. So. Eure Straße ist fertig. Sehr schön. Dann geht doch mal bitte hier runter und baut ein bisschen anderen Kram, während ihr hier rüberzieht. Und den Glauben auch in Sevilla verbreitet. So, damit ist der Stropismus überall verbreitet in unserem Reich. Sehr gut und wird sich hoffentlich auch auf die angrenzenden Reiche zumindest ein bisschen auswirken. Kiew hat immerhin schon mal einen Anhänger, auch Rotterdam hat Anhänger. Und du möchtest, dass wir Harald Blauzahn angreifen, zu dem du eine Grenze hast. Ich allerdings nicht, und deswegen ist es schwachsinnig. Ich kann eigentlich wirklich effektiv nur Schaka angreifen und genau das werde ich auch irgendwann tun. Der Typ mit seinem blöden Impi hier schon an meiner Grenze, da juckt es mir bereits in den Fingern, dem mal so eins reinzuhauen, dem Kerl. Ah! Ganzen Wunder, die hier rausgekloppt werden. Runde um Runde um Runde, meine Herren. Aber zum Glück war das jetzt nicht schon wieder dieser Wilhelm. Irgendwie hätte ich auch schon nicht wenig Bock, Wilhelm anzugreifen. Bei den ganzen Wundern, die er hier raushaut. Ist schon nicht schlecht, ne? Wow. So, gucken wir mal ganz kurz in die Demografie. Ja, wir sind der Erste in der Alphabetisierung. Sehr, sehr geil. Muss ich echt sagen, denn das ist sehr gut zu wissen. Aber so wie wir hier auch gerade tatsächlich Forschung um Forschung pro Runde raushauen, verwundert mich das wenig. So, wir sind der nächste Runde tatsächlich bereit. Oh, und wir haben einen Spion rekrutiert, weil irgendeiner in der Renaissance ist. Ja, die fokussieren sich natürlich auf irgendeinen Zweig und weil wir halt alles gleichzeitig erforschen, brauchen wir ein bisschen länger. Oh, GPR von Boudica beendet. Aber wir haben nächste Runde genug Geld, um uns in Barcelona zu kaufen, was wir in Barcelona kaufen wollen. Wo wir noch 2 Runden brauchen, um in Madrid mit unserer Werkstatt fertig zu werden. Das heißt, da müssen wir noch warten. Und du bietest mir GPR und Pferde. Na, bitte, her damit. Entschuldigung, Boudica. Es tut mir echt leid. Also, ich muss schon sagen, Zulus Städte. Also, die Zulus Städte sind nicht schlecht, ne? Dafür wirst du bezahlen, du blöder Mistkerl. Du kannst ja nicht meinen Stadtstaat, dem ich Schutz versprochen habe, dem kannst du doch nicht einfach so drohen. Dir das gehört? Dieser blöde Mistkerl. Nein, warte. Nein, 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 nein.
Ach, fuck, ich habe die Runde beendet. Eine Runde mit weniger Forschung. Verdammt. Das wäre eine Verschwendung. Alle Szenerstädte. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Ach, hier, Viktoriasee. Mhm. Hier natürlich sehr, sehr viel Grasland. Auch hier sehr viel Grasland. Und hier... Boah, Hauptstadt halt, ne? Okay, kaufen wir jetzt hier, wie gesagt, die Universität. Um eine Runde verschoben, aber dafür bauen wir die große Universität von Oxford. Sehr schön. Noch mehr Forschung. Mh, tut das gut. Jetzt rushen wir hier richtig durch den Zweig, ne? Sparen wir mal darauf an, sparen wir mal darauf, dass wir unsere Leute aufrüsten können demnächst. Und, schauen wir weiter. 7 Runden noch bis Oxford. Finde ich sehr gut. Kiew möchte, dass wir ihm Gold geben, glaube ich. Ja. Aber die sind bereits mit den Griechen verbündet. Okay. Also wir haben Kolosseum gebaut, aber ich glaube, wir brauchen das am... Wo, was? Ach so, Kolosseum brauchen wir für den Circus Maximus. So ist es aber in jeder Provinz, in jeder Stadt halt. Das heißt, in Madrid müssen wir danach noch eins bauen. Frage ist, was bauen wir jetzt hier? Und ich würde sagen, wir gehen hier drüben tatsächlich auf einen Frachter, um mit Athen handeln zu können. Oh ja, her damit. Ansonsten sacken wir noch ab in die Unzufriedenheit, was wir überhaupt nicht wollen. Das ist natürlich hier die Quittung, die ich bekomme dafür, dass ich immer so stark auf Wachstum poche. Hohe Unzufriedenheit bzw. hohes Risiko, schnell in die Unzufriedenheit abzudriften. Da muss man immer aufpassen. Ich finde es sehr gut, dass wir den Berg Uluru hier direkt in unserem Einflussgebiet haben. Ihr seht auch, wie viel Glauben wir dadurch produzieren. Das wird uns auf jeden Fall zu einem der Verdammt, ich wollte gerade einen Wortwitz mit Global und Glauben machen. Ein Global Player. Sollte zu einem Global Player machen. Ja, versteht ihr? Oder zu einem Glauben Player in John Sachen Global. Sprach zum Vorarbeiter. Ah, ein nee. Mensch ist nur ein Mensch. Bevor mich dieser Dampfhammer besiegt, sterb ich mit meinem Hammer in der Hand. Sterb ich mit meinem Hammer in der Hand. Da steht er nur einmal. Ist ja voll der Fake. So, wir haben genug Glauben gesammelt, aber wir warten auch darauf, bis wir mehr Glauben sammeln, um, wie bereits angekündigt, unsere Religion verbessern zu können. Oh Gott, ich gucke gerade auf die Zeit, ich glaube, wir können es langsam wieder zum Ende bringen. Alter, Wilhelm, es reicht auch, der baut nichts anderes als Wunder, ne? Meine Herren, guck dich mal diese Stadt an, Wunder, 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 alter Schwede. Oh Gott, ich habe vergessen, unseren Spion zu bewegen, ich bin ein Idiot. Das sollte eigentlich in Madrid verteidigen. Gucken wir mal gerade ganz kurz bei der Demografie rein. Sind wir immer noch Erster, aber ich glaube, wir schicken den Spion trotzdem mal nach Athen. Da ist er ganz gut aufgehoben und wir kriegen einen großen Schriftsteller. Der soll ein politisches Traktat verfassen, dann erhöht sich nämlich direkt mal hier unsere Kultur und wir... Oh Gott, wir sind immer noch nicht drin. Ich bin ein Idiot, aber wir waren sowieso kurz davor. Frage ist, was schalten wir jetzt hier frei? Söldnerarmee ermöglicht uns den Kauf, wie es da steht, von Landsknechten, was sehr praktisch ist, um richtig viele Truppen rauszuhauen. Allerdings werden die bald nicht mehr wirklich aktuell sein. Deswegen gehe ich lieber auf die Wagenzüge, da das Gold für alle Landhandelswege bringt, außerdem unsere Unterhaltskosten für Straßen halbiert. Und ihr seht gleich, das gibt einen ordentlichen Boost an Einkommen. Daher habe ich das tatsächlich auch gewählt. Ja, bringt doch was. So, ich habe gerade eben schon gesagt, dass ich den Part eigentlich beenden möchte und mache dann direkt weiter. Ihr seht, ich bin unglaublich konsequent, aber das kennt ihr bereits von mir, glaube ich. Ach, ich muss mich gerade hinsetzen. Das ist immer so eine schlechte Angewohnheit, jetzt mit dem Mikro, das direkt so unten ist. Möchte ich halt immer direkt reinsprechen, dafür bücke ich mich so richtig nach unten. Das ist nicht gut für meinen Rücken. Ist nicht gut für meinen Rücken. Und dass ich mit 21 bereits über Rückenschmerzen klage, ist kein gutes Zeichen. Oh, Shaka. Shaka gehört tatsächlich zu den Leuten auf unserem Kontinent, die im Leben mir die meisten Technologien entdeckt haben.
Das heißt, wir hätten den Spion lieber zu Shaka schicken sollen. Was sowieso besser ist, da wir eher wissen wollen, was der Typ auch vorhat, ne? Was war jetzt immer deine Hauptstadt? Ulundi? Ja, Ulundi. Okay, dann ab mit dir nach Ulundi. So, und nächste Runde. Ich möchte nur noch, dass Sevilla das Kolosseum abschließt. Guckt euch mal die Grenzen von Madrid an. Das ist echt eine riesige Grenze. Und wir haben einen großen Wissenschaftler bekommen und hier freut sich direkt darüber. Sehr schön. Wir bekommen mehr Kultur von ihnen. Sehr gut. Und wir könnten ihnen ein Geschenk machen. Es würde allerdings all unser Geld aufbrauchen und das ist keine so wundervolle Idee. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt hier in Sevilla. Was bauen wir in Sevilla? 4 Runden noch bis zum Schießpulver. Ich würde sagen, wir bauen einfach... Nee, ein Langschwertkämpfer dauert zu lange. Wir bauen die Werkstatt. Tatsächlich bauen wir die Werkstatt und dich lösen wir auf. Das ist mir zu teuer tatsächlich, dich immer wieder aufzurüsten. Da produziere ich lieber direkt einen Tertio-Trupp, anstatt einen uralten Krieger erstmal zu einem Schwertkämpfer und dann zu einem Langschwertkämpfer und dann nochmal zu einem Tertio aufzurüsten. Das ist vollkommen Verschwendung. Und ich glaube, wir können hier auf jeden Fall... Da bin ich mir immer unsicher. Problem ist, ich würde echt nicht auf euch warten wollen, bis ihr mir das sagt. Ich muss jetzt aufnehmen im Voraus. Aber da würde ich mich nochmal ganz kurz mit einem Kumpel kurz schließen. Da hatten wir eine Regel festgemacht, an die ich mich nicht mehr ganz erinnern kann. Deswegen sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ich hoffe, dieser Part hat euch natürlich soweit gefallen. Falls ja, dann... Oder falls auch nein, natürlich. Bewerten, kommentieren. Wäre ganz praktisch, weil irgendwie... Wisst ihr, so ein bisschen Feedback wäre immer ganz praktisch. Ich habe zu wenig Feedback, ich weiß immer nicht. Ich bin ein unsicherer Mensch. Deswegen Feedback. Also, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und gute Nacht. Es ist nach 17 Uhr. Es ist jetzt fast 5:30, wenn ihr das pünktlich guckt. Und wenn ihr das nicht pünktlich guckt, dann ist es noch schlimmer, dann ist es noch später. Was wollt ihr dann machen hier? Also wirklich, ab ins Bett. Ciao.